Am Tag nach dem Referendum sind Zehntausende Katalanen auf die Straßen gegangen. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen die massive Polizeigewalt und für ein unabhängiges Katalonien. Ihre Botschaft war klar: Wir lassen uns nicht mundtot machen. Fast 900 Menschen waren am Tag der Abstimmung verletzt worden. 90% sagten Ja zur Abspaltung. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei 42%. Die Regionalregierung in Barcelona will schon bald die Unabhängigkeit ausrufen lassen. Madrid erklärte das Referendum für ungültig. Der spanische Regierungschef Rajoy braucht einen Plan. Dafür sucht er das Gespräch mit Vertretern anderer Parteien. Noch stehen sich Madrid und Barcelona aber unversöhnlich gegenüber. An eine nationale Lösung glaubt keiner mehr. Ein Vermittler muss her, doch die Europäische Union hält sich bisher weitgehend raus aus dem Konflikt. Die EU-Kommission sprach am Montag von einer internen spanischen Angelegenheit. Für heute haben Gewerkschaften und andere Organisationen in ganz Katalonien zu einem Generalstreik aufgerufen. Auch der FC Barcelona beteiligt sich. Die beiden größten Gewerkschaftsverbände Spaniens machten aber einen Rückzieher. Ihnen sind beide Seiten zu stur.